Hallo Schatz, ich bin zu Hause. Wir müssen reden. Es liegt nicht an dir. Auch ich habe mich verändert. Wir hatten so schöne Zeiten. Aber ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mehr so richtig. Du hast es doch bestimmt auch gemerkt. Du und ich, wir waren mal so eine Einheit. Wir haben mal perfekt zueinander gepasst. Wir hatten da was, was kein anderer hatte. Ich weiß noch damals, Liebe auf den ersten Blick, als ich dich gesehen habe. Natürlich gab es noch viele andere, aber dich wollte ich unbedingt haben. Und jetzt das. Es fällt mir sehr schwer. Es gibt vielleicht noch eine kleine Möglichkeit, du musst dich einfach ein bisschen ändern. Auch ich muss mich ändern und anpassen, aber du besonders. Wenn das mit uns auch funktionieren soll. Hallo, liebe Triabis. Willkommen zu dieser Episode heute. Heute beschäftigen wir uns endlich, also ich jetzt vor allen Dingen, mit einem Problem, auf das ich eine längere Einleitung vorschalten möchte. Stellt euch vor, ihr seid nicht, also gar nicht, also ihr könnt nichts mit dem Thema Fahrrad anfangen. Ja? Ihr fahrt kein Fahrrad, ihr wollt kein Fahrrad. Ihr wisst nicht, was das mit den Rennrädern immer soll und warum jetzt eigentlich so ein Rennrad, was das eigentlich ist genau. BMX-Rennrad, ist das nicht irgendwie das Gleiche? Ne? Stellt euch vor, das seid ihr jetzt. Und dann treffen wir uns zufällig und erzähle euch, ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Und sagt ihr, Mensch, cool, neues Fahrrad. Was ist das für eins? Dann sage ich, ja, das ist so ein Triathlon-Zeitfahrrad-Ding. Sagt ihr euch, also von mir aus, was hast du denn bezahlt? Und dann sage ich, ja, das war ein richtiges Schnäppchen, da habe ich richtig Glück gehabt. Und dann erwartet ihr einen Preis wie 300 Euro. Dann sage ich euch aber, ja, 1800 Euro. Dann sagt ihr, 1800 Euro für ein Fahrrad gebraucht? Und dann sage ich, ja, und ohne Räder. Sagt ihr euch, kaufst du ein Fahrrad ohne Räder? Also macht das überhaupt Sinn? Dann sage ich, ja, die Räder habe ich extra gekauft. Und dann fragt ihr, wie teuer waren die? Und dann sage ich, ja, auch nochmal so 500 Euro. Dann sagt ihr euch, also du hast jetzt ein Fahrrad für 2300 Euro gekauft. Muss das wirklich sein? Ist das sinnvoll? Braucht man das? Ist das angemessen? Und warum überhaupt? So, das ist also die Grundproblematik. Ich habe mir dieses wunderschöne Fahrrad vor langer Zeit gekauft und habe ja schon mal erwähnt, dass ich damit einige Probleme hatte, so mit der Haltung und dem Umgang. Und zum Glück bin ich jetzt mit der Haltung durch das Bikefitting bei Promotion in Leipzig sehr zufrieden. Allerdings der Sattel. Ich möchte das gern an meinem Lieblingsbild verdeutlichen. Wenn ich auf dem Fahrrad fahre, fühle ich mich, als säße ich auf einer Anhängerkupplung. Also weil ich einfach bisher dachte, das Fahrrad ist so teuer gewesen, ich habe ja jetzt echt nicht noch mehr Lust, noch mehr zu investieren. Ich kann auch gar nicht mehr investieren, weil ich einfach kein Geld habe für solche Sperenzchen. Aber jetzt habe ich doch gemerkt, längere Distanzen auf dem Fahrrad, dann kann ich leider hinterher zwei Wochen erstmal gar nicht fahren. Und deswegen habe ich mich getraut, den Benni hinterher anzusprechen und zu sagen, also ich habe kein Geld, habt ihr nicht irgendwie einen Sattel für mich? Hat er gesagt, okay. Und dann war er auf einmal da. Und ich dachte, also krass. Ich habe ja schon gesagt, dass ich von den Sätteln von SQ Lab sehr überzeugt bin. Und kostet aber dieser Sattel hier 180 Euro. Und deswegen war ich, wie gesagt, einfach zu geizig. Und dann habe ich gedacht, geil, machst du sofort drauf, fährst du los. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ja hier nur eine Strebe ist, während hier zwei Streben sind. Ja, und dann dachte ich, was ist jetzt? Ja? Ich möchte bei dem Fahrrad einfach den Sattel wechseln. Ich möchte einfach nur den Sattel wechseln. Das kann doch nicht so verdammt schwer sein. Habe ich also ein bisschen recherchiert in diesem Internet, was uns jetzt zur Verfügung gestellt wird. Danke nochmal dafür. Und dann hat sich herausgestellt, ja, da brauchst du hier
entweder hier ein neues Teil für 360 Euro oder du brauchst hier irgendwie so innenliegend was Neues, so eine Art Adapter. Dank des Internets und dem Frank von wheelsports.de habe ich dann, also jetzt, diese drei Teile bekommen. Keine Ahnung, was das ist und wie mir das da helfen soll. Aber ich würde vorschlagen, wir versuchen es einfach mal. Ich würde vorschlagen, dazu gehen wir mal raus. Bitte macht euch nicht lustig. Ich würde sagen, ich demontiere erstmal das hier und hoffe dann, dass ich weiß, wie ich diesen Klimbim benutze. Oh, voll locker. Ups. Bitte macht euch nicht lustig. Nein, nicht rausholen! Ich meine, es passt schon so drüber. Und muss man es nicht jetzt so durchmachen? Und das ist, passt auch so mit den Dings hier. Ay, caramba! Ich sehe hier ein Video, verdammt nochmal. Was ist denn das jetzt schon wieder? Das ist auch noch da. Was soll ich das denn wissen? Jetzt hat sich völlig verklemmt. Das geht gar nicht mehr. Ich glaube, du musst einfach so fahren. Okay, ich hab's jetzt verstanden. Aber es geht trotzdem nicht. Es hat gerade knack gemacht. Und jetzt ist es irgendwie halbwegs richtig, hoffe ich. So, jetzt habe ich so lange rumgeschraubt. Jetzt will ich aber auch nochmal hier testen, das Ding. 10 Kilometer weg, aber an sich fühlt es sich wirklich ein bisschen besser an. Bis jetzt. Mal gucken, wie es in 60 Kilometern aussieht. Zurück, also eigentlich schon gestern, wollte mal nachts wohl schlafen und kann jetzt sagen, völlig überraschend, ist der neue Sattel besser als der alte Sattel. Das ist eine Erkenntnis, mit der bin ich sehr zufrieden und sehr froh, denn ich hätte nicht Bock, den ganzen Kram nochmal zu wechseln. Jetzt kann man sich denken, natürlich sagt er jetzt, der Sattel ist besser, immer noch hat er den kostenlos bekommen, aber erstens will ich damit 180 Kilometer fahren, das heißt, ich würde ihn nur dran lassen, weil ich den kostenlos bekommen habe. Und zweitens bin ich einfach ein ehrlicher Typ. Der ein oder andere hat das bestimmt schon gemerkt. Für mich passt der S-Kulab-Sattel auf dem Triathlonrad wie auch auf dem Rennrad optimal. Während der 75 Kilometer habe ich einfach gemerkt, der Druck ist besser und gleichmäßiger verteilt. Ich sitze nicht nur auf einer Stelle. Ich kann mich auch immer noch ein bisschen nach hinten, nach vorn bewegen. Das ist gut, wenn ich ein bisschen mehr Druck brauche, sitze ich weiter vorn. Wenn ich rollen lasse, sitze ich weiter hinten. Und sicher ist das nicht der perfekte Sattel für alle. Vielleicht ist es auch nicht der perfekte Sattel für mich. Vielleicht gibt es auch noch andere Sättel oder einen anderen Sattel, der noch besser ist. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mich damit weiter zu beschäftigen. Der funktioniert jetzt so für mich.
Damit komme ich bequem 180 Kilometer durch. Und so konnte die Beziehung zwischen mir und meinem Orbeer Urdu, von mir liebevoll Orbi genannt, vorerst gerettet werden. Wie sich das dann weiterverhält nach den 180 Kilometern, weiß ich noch nicht. Allerdings kann ich wieder mal sagen, es ist verdammt anstrengend, mit diesem Fahrrad dauerhaft Spaß zu haben, weil immer irgendwas ist. Und wenn dann irgendwas ist, dann ist das nicht einfach zu erledigen, sondern irgendwie ganz speziell. Und das nervt mich mega. Also Augen auf bei der Fahrradwahl. Nicht nur aufs Aussehen kommt es an, sondern auch auf die inneren Werte und auf die Praktikabilität. Ich werde vor einige Stunden dann auf dem Sattel verbringen, in der direkten Vorbereitung jetzt. Sind nur noch knapp anderthalb Monate. Leck mich am Arsch. nur noch anderthalb Monate und dann ist das Ding. Danke, danke, danke. Benni. Und ich sage auch euch danke fürs Zugucken. Danke fürs Abonnieren. Ich habe jetzt 500 Abonnenten. Juhu! Das heißt, ich werde gleich auch noch ein bisschen feiern. Oder so. Also, abonnieren, weiter gucken. Reinhauen. Tschüss.